Bin halt richtig gut vorbereitet übrigens. Muss das alles jetzt erst aufmachen. Aber wir spielen heute was. Und zwar gibt es von der Tagespresse, hört man schon was? Na. Von der Tagespresse ein Spiel und zwar kurz das Spiel. Und meine 20 Minuten werde ich heute dafür verwenden, so weit zu kommen, wie es nur irgendwie geht. Gut, ich werde mich da aber ein bisschen um den Chat kümmern, gell? Du spielst da ein bisschen. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was erklären über das Spiel. Beliebige Taste, ja, bla bla bla. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Liebe Community, ist es sehr laut? So. Das ist der Sebastian. Und Ivan, ich weiß es eh. Ich halte das alles nicht mehr aus. Warum du das spielst und dabei hast du nicht mehr Talent dazu, gell? Aber lass uns ein bisschen drüber tratschen über das Spiel. Interessant, oder? Das steht da irgendwo davor. Jegliche Ähnlichkeit mit Prominenten. Ja. Sind nur zufällig oder so? Oder warum darf man einfach über Person ein Spiel machen? Bist du jetzt schon gestorben? Ja, ein bisschen schon. Aber das ist eh die große Frage. Mir wurde ja auch schon gesagt, wer weiß, wie lange das jetzt dauert, also wie lange es das halt gibt. Weil es kann natürlich auch sein, dass der Kurz da sagt, na, das ist zu nahe an seiner Person. Oder einfach nur sagt, so, ja, na, ich will ein bisschen Geld verdienen. Ich bin kurz vorm Sterben schon wieder. Und was spielt man da? Man muss quasi das kurz seine Karriere quasi noch spielen. Habe ich zumindest so verstanden. Das heißt, du bist da jetzt ein bisschen unterwegs. Dann musst du Menschen bestechen, mutmaßlich. Und das ist letztes Wochenende das erste Mal Weil da ist gesehen. auch heute Logo drin, weißt du? Das Ey. denke ich mal, das dürfte halt eigentlich nicht erlaubt sein. Die Rache der Klospülung. Du, der Manuel schreibt, gell, wir sollen bitte mal Worms spielen. Wirklich? Das ist mal eine richtig gute Idee, weil das ist ein Spiel, das kann ich gar nicht einmal so schlecht im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade spielen. Nee, das ist eine Übungssache. Hast du jemals Gameboy gespielt? Zu wenig. Wirklich zu wenig. Aber ich meine, ich nutze heute ein bisschen die Zeit, meine 20 Minuten. Vielleicht habt ihr nämlich auch an einem verregneten Tag einmal Lust, als Sebastian Kurz durch diese 2D-Welt hindurch zu huschen und die Leute mit Geldscheinen, wie es ausschaut. Ja, aber was sind das für Gegner? Wer ist das? Ist das ein Arzt oder was? Das ist ja das Nächste. Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall irgendwelche Gegner. Vielleicht sind es irgendwelche Journalisten. Bin kurz vorm Sterben schon wieder. Du darfst ihn nicht treffen lassen, Lukas, gell? Nur das. Ja, ich weiß. Schau, ich bin derjenige, der wirklich da der Falsche wäre. Eigentlich müsstest du es spielen. Ne, ich habe es jetzt im Test ein bisschen gespielt, gell? Gleich mal eine Dreiviertelstunde, Level 3 oder was? Aha. Man, lustig ist ja, dass dann Endgegner kommen, wie Fellner. der Fellner zum Beispiel und so. Ja, eh, das ist eh das Ding, weißt? Wir müssen es zumindest einmal, müssten es zumindest schaffen, dass wir mindestens einen Endgegner sehen, damit ihr wisst, um was es da geht und vielleicht dann auch Bock habt, das selber zu spielen. Wir haben übrigens keine Verbindungen zur Tagespresse, sondern mir wurde das tatsächlich letztes Wochenende ans Herz gelegt, dass das was wäre für live. Nicht, dass wir live sonst nichts zum Tor hätten, aber ich habe mir echt gedacht, so, wenn jemand dieses Spiel spielen sollte, dann jemand wie ich, der überhaupt keinen Tau vom Gaming hat. Also wirklich gar keinen Tau. So. Ja, aber kann man da irgendwas lernen? Nicht wirklich, oder? Das ist jetzt wirklich nur Satire, sozusagen. Infos sind Lernen. da keine drin, oder? Naja, nachdem es wirklich viele Filme jetzt gibt von Sebastian. Ah. Wer sind Sie? Sie. Halt's das aus? Für diesen Mann, für die Wisdom, you've given him. Für die Weisheit, die du ihm Ich bin gegeben so hast. schlecht. Und Support, da ist Karl Marx oder was? Oder für das Lenin? Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk. Unanfangen. Es gibt halt wirklich, also im Gaming-Bereich gibt es ja diesen Begriff von dem Easter Egg und das ist halt wirklich Easter Eggs ohne Ende. Aber ich merke schon, ich glaube, du musst jetzt bald übernehmen. Damit das.
am Sterben. So. Die Leute fragen, wer hat das Spiel kreiert? Es ist von der Tagespresse. Es ist von der Tagespresse, ja. Gehostet, oder was? Thomas, willst du einmal ganz kurz, während ich mir den Chat anschaue, ja, bitte, versuchen? Aber dann müssen wir uns jetzt umsetzen, oder was? Ja, das wird jetzt ganz, ganz unangenehm. Das wird. Wegen dem Mikrofon? Geht gar nicht. Ja, sicher geht's. Nein, komm, nein, nein. Du gehst da vorne um mich. Ja, ich geh da vorne um mich, du bist ja lustig. Schau, das ist ein bisschen improvisiert. Heute machen wir ein bisschen improvisiert. Man wird jetzt gleich merken, in den nächsten 10 Minuten, in meinen letzten, wird das jetzt viel schneller und viel einfacher gehen. Kann ich euch gleich sagen. Aber ich kann mir währenddessen ein bisschen um den Chat kümmern. Irgendwer hat geschrieben, die Gegner sind Lemminge. Aber das wäre dann, hoppala, das wäre dann so, dass die Bevölkerung quasi die Lemminge sind, oder nicht? Naja, wenn man sich diese Gegner jetzt mal anschaut, gell? Ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, was das zum Beispiel ist. Zum Beispiel das weiß ich nicht, was das ist. Was ist das? Irgendein X. Club X in Wien. Wurscht. Könnte sein. So, habt ihr Turnstunde? Alles klar. Was mit der Turnstunde? Wurde uns da jetzt gerade vom Stefan geschickt. Aber ich merke schon, du hast da einiges mehr an Talent. Thomas, spielst du in deiner Freizeit auch? Ja, ich meine, aber so Jump and Run, das spielt man ja schon lange nicht mehr. Ja, ich meine, das ist von Mario rausgekommen zum Beispiel, aber ich habe kein Nintendo, also. Ja. Früher, wann ist der Gameboy rausgekommen? Frage an die Community, wann ist der Gameboy rausgekommen? Gibt es Tipps? 1989, glaube ich. Und weil meine Eltern nett waren, wie ich klein war, haben sie mir einen Gameboy gekauft und seitdem kann ich so diese Jump and Runs eigentlich nicht so schlecht. Ein bisschen durchrushen. Ne? Ja, man muss ja nicht jeden. Gell? Aber wir sollten es zumindest mal hinkriegen, dass wir zumindest mal zu einem Endgegner kommen. Es gibt ja einen Fellner als Endgegner. Es gibt einen Django als Endgegner, also den Mitterlehner. Und eben die gleich kommende Chefin vom Heute, und zwar die, da ist sie, Eva Dichand. Und das Witzige ist, die Analogie quasi, ist, dass wir da mit Geldscheinen werfen und wenn wir quasi sie besiegt haben, dann liebt sie uns, weil wir sie mit Geld bewerfen haben. Und das ist jetzt sehr ersichtlich. Ah, da liebt sie uns jetzt. Ja, ja, jetzt ist alles wieder gut. Man sieht natürlich auch ihre ganzen Kunstwerke, weil sie hat natürlich eine Stiftung, schon wissen, verleiht der ÖVP Flügel. Das ist jetzt quasi so der Twist. Wenn du quasi sie mit Geld zuwirfst, dann ist alles gut. Mhm. Aber das war's. Du müsstest jetzt, glaube ich, irgendwo rausgehen. Das heißt, ich habe das erste Level geschafft? Du hast das erste Level jetzt geschafft, so schwer, im Vergleich zu mir. So schwer war das jetzt nicht, gell? Aber ich meine, wir haben sie, wie gesagt, in der Probe schon mal quasi ein bisschen durchgespielt. Versucht zumindest. Da wird Zeit. Ah! Was? Das sind so die Geschichten. Ein kleiner Joke am Rande mit dem Rainer Nowak, der halt auch sehr. Ah ja. Und auch andere Medien, die Politikkontakte haben. Was? Und es passt ja da ganz gut zu unserer Sendung, weil ja viel von diesem Kontext, der da geliefert wird von der Tagespresse, halt auch schon ein bisschen bei uns vorkommen ist. Weil dass der Rainer Nowak nicht so einen schlechten Kontakt zum Kurz hat, das ist auch klar. Und dass sie ihn dafür aufgenommen haben, ist auch irgendwie klar. So. Das ist wirklich, du bist schon einen Ticken viel besser. Ich meine, die große Frage, die ich immer trotzdem stelle, ist, was ist das für... jetzt sind wir beim Fellner. Und da ist dasselbe Spiel. Ah ja, küsst uns auch. Genau. Das Schöne ist ja, dass da natürlich auch ein bisschen... Entschuldigung. Dass da auch ein bisschen Sounds auch dabei sind. Die wollten wir jetzt aber nicht unbedingt die ganze Zeit haben. Alter, soll ich hier sitzen? Alter, soll ich hier sitzen? Das Geld ist... Ja,
Das ist ja immer, wenn der bei mir ist, gehen die Wogen hoch und bekommt dann vermutlich eine Titelseite wieder in Österreich, der Krone. Und heute gehen wir, Alter. Gehen wir, Alter. Ah ja. Jetzt geht es nämlich weiter. Das ist spannend. Da kommt nämlich jetzt diese Studie von der Vorbeischaft, wo es geheißen hat, dass der Kurz ein Delfin ist, was in dem Spiel dann umgesetzt wird, indem er halt dann, wenn er ins Wasser fällt. Wird er natürlich zum Delfin. Das habe ich ganz wieder vergessen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist halt tatsächlich. Wie soll ich sagen? Es ist auf sehr vielen Ebenen sehr aufwendig gemacht. Aber es macht ja immer Spaß, dass ich rein diese ganzen. In dieser ganzen Geschichte rund um den Kurz. Ja. Weil mir absolut reicht, dass ich eben als Pixelfigur sehe, wie so riesig ausschaut. Es ist schon nicht schlecht. Es schon sehr, schaut schon nicht schlecht aus. Ne? Ich halte das alles nicht mehr aus. Außer ihr wollt die Mucke hören. Wollt ihr diese Musik jetzt hören oder nicht? Oder ist euch das ein bisschen unangenehm oder ein bisschen störend? Schreibt es uns bitte rein. Spätestens bei der nächsten Musik werde ich dann wieder einschalten. Ja, kurz, wenn der Olli das sagt. Ich muss irgendwas machen, gell? Du musst den Olli drücken. Ja, wahrscheinlich wieder oben auch. Was noch von der Tagespresse, was das kostet, danke. Gute Frage eigentlich, ja. Scheiße. Aber es ist wahrscheinlich nicht mit Steuern, gell? Dann nein, tatsächlich nicht. Aber ich weiß nicht, bis zum Schauen muss das dann kommen und dann ist der Thomas halt dran. Da finde ich auch schön, das ist der ÖVP-Keller. Da werden die Zukunftsmittel abgefahren. Je nachdem, was man jetzt braucht. Da ist die Frage, wo die Tagespresse diese. Her hat, ja. Ob das ist Unity Action, kann sein, dass da schon was fertig ist. Aber ich finde schon irgendwie lustig, dass sie uns sagen, ÖVP-Keller werden ist ja, was die Politiker züchtet. Die sind mit dem Augenzwinkern. Ja. Was sind das für Außerirdische? Ja, da wird was angefangen. Was schön ist da oben, dass jetzt da der Altkanzler Schüssel eingeblendet worden ist. Der uns jetzt da eben die schwarze Bombe als Wunderwaffe anbietet. So, die Mucke wieder abkommen. Das ist fast für mich anstrengend. So. So, 2 Minuten spielen wir noch. Vielleicht können wir noch bis zum Django. Ich würde es doch sehr hoffen. Falls ihr das übrigens selbst spielen wollt, gibt es einfach ein kurz das Spiel. Und wenn einmal der Chef oder die Chefin nicht herschauen, kann man das natürlich ein bisschen spielen in den Hocken. Gibt es nicht eine Taste, wenn man dann schnell draußen ist? Nein. Wo man dann wieder auf Excel umschaltet. Das ist schon, ja, und jetzt muss da durch, gell? Yes, das war ja. Das dauert ein bisschen. Ja, oder du musst es unten rausschieben. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wann, wer und wann spielt man das? Weißt du? Spürt man das, wenn man sich über die österreichische Politik aufregt, was? Oder wenn man kurz Fan ist, vielleicht? Ich meine, ich habe es ja noch nicht durchgespielt, wer weiß, was da am Schluss alles passiert? Ich glaube, die werden nicht hin. Ich glaube, die muss es abschieben. Ah, Blödsinn. So ist das, gell? Aber es ist generell so, Spiele sind nicht so schlecht. Weil, was fürs Gehirn, Augen-Hand-Koordination. Naja, ich denke schon auch, dass man im Alter, ich weiß nicht, fitter bleibt, wenn man Spiele spielt. Ich meine, gut, man kann Akkorden spielen, gell? Ja, sicher, kann aus der geht auch. Nur wenn man allein daheim sitzt. Dann kann man sich kurz das Spiel einmal anschauen. Ja, aber die Sache ist, was das man hört immer. Das ist ja nur für die Kinder, die Jugend. So, aber ich sag's dir, wie es ist, gell? Meine 20 Minuten sind vorbei. Ja, dann hör ich jetzt auf, Lukas. Du musst es leider aufhören jetzt. Weil. Ist das tragisch? Ich will ja irgendwie gar nicht.
So. Ich wollte nur sagen, gell, ich bin nicht gestorben. Ja, weil du das ja auch kannst. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von unserem Livestream angeschaut. Falls ihr euch den ganzen Stream anschauen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon bei unserem Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Dankeschön. Alles Gute. Baba.